Himstaff noch. Sei doch mal auf mit deinem Gesang, Liesl, ich komm ganz durcheinander. Geht's dir wieder nicht aus, Mutter? Mir geht doch nie was aus. Guten Morgen, mein Ant. So, jetzt gibt's was Schönes zum Fressen. Allmann schon, der Kreuzverdruss. Geh, wenn man nur so abergläubisch sein kann. Abergläubisch? Ich? Na, wirklich nicht. Aber ich weiß, was ich weiß. Und die Karten dann aufweisen, das Künftige. Ich hab dir genug Fee verlassen, bin ich ja auch was. Na ja, das war jetzt gar nicht einmal so schlecht. Au! Ist doch nicht so gut, ja? Karten sind schon gut, aber meine Zähne sind schlecht. Die Leute dann so weh. Ich hab kein Mitleid mit dir. Hättest du lang zum Bader gehen sollen. Ja, für was haben wir denn unseren Lorenz? Ich meine, wenn er auch sonst nichts kann, aber aufs Doktum versteht er sich. Er reißt da mit der Beißzange raus. Sei halt gescheit. So, jetzt gibt's einen los kurz zum Trinken. Und an die Kosten denkst du nicht, die Wirtschaft eh so schlecht geht. Dann kann man da nicht helfen. Was mich deckt, was mich schreckt, davor sie mir liegt, was ich nicht weiß und was mir gewiss ist. So. Der Herzkönig über einen grünen Weg. Der Scheinzehner liegt auch da und der Herzzehner. Liesl, als Heiraten habe ich mir gelegt. Jetzt hörst du aber auf. Vor 15 Jahren wäre ich witte geboren, bin da, hätte es so liegen sollen. Aber nein, da habt ihr mir das lange Warten verkündet. Weil wenn es so sein will, dann wird es schon so kommen. Ach, was denn? Natürlich, an dich habe ich gedacht dabei. Du bist ja gerade in dem Augenblick gekommen. Liesl. Der Herzober bist du. Was bin ich? Ja, schau nur gerade her. Du hast ein solches Glück. Schau mal her. Da liegt dein Auserwählter, schaut dir gut an. Und da sicher Geld, Geld, Geld und nichts als wieder Geld. Ja, das kann man gut brauchen. Aber schon warte, halt. Ich hab noch vergessen, was da gewiss ist. Ein Brief. Ein Brief, Madl. Du hast ein solches Glück. Du machst eine starreiche Heirat und auch geht alles mit einem Brief. Mit einem Brief. Ein Brief. Na, siehst du das, da ist er schon. Da schnell. Das Glück darf man nicht warten lassen. Frau Anna Reisertaler, ja. Das ist ja für die. Nein, das ist wurscht, wenn der Brief kriegt. Das geht denn da für die. Jetzt komm schnell, lies schnell. Lorenz, du bist schon so lange bei uns im Haus, du sollst das auch wissen. Liesl macht eine starreiche Heirat. Ja, das war mir recht, dann kriege ich wenigstens meinen rückständigen Lohn. Okay. Was schreibt er denn, der Schwegelbrei? Hm? Was vom Brei ist der Brief? Was möchte er denn? Das wird er schon mögen, dasselbe wie der Lorenz. Sei Geld morgen. Das ist ein Kreuz. Jetzt tun mir meine Zähne schon wieder weh. Ich leg mich jetzt hin. Als erstes sagst du mir aber noch, dein Post halt der Würst halt sein. Beim anderen Wirt wirst du mir das Würst holen, soweit es kommen. Woher kommt's? Weißt du, die nicht aus Metzgern verstehst, sondern dein Nasen, weil bloß in den Naturheilbüchern drin stehen kannst. Und meine Malefizen haben da auch weh. Ja, Moment, bin ich da auch noch dran schuld. Du kennst das, was ich morgen sein jetzt nicht. Jetzt zum Ausgleich an Himbeergeist. Ja, lang genug, gut genug. Ich kann schon bald das Jubiläum bei euch feiern. Wie ich da herin angefangen habe und eingestanden bin, da hat dein Vater noch gelebt. Da hat sich was gerührt, da herin. Aber wie er dann nicht mehr da gewesen ist, ist es da am Bach runtergegangen. Ja, du hast es aber bei uns ausgehalten. Mhm. Da, trink. Und ja, das ist schlecht, gell? Hast du nicht selber brennt? Ja. Aber ich hab mir halt gedacht, irgendwann wird schon mal wieder einer kommen, der die Sache in die Gegend bringt. Und da weiß ich, ob ich den keiner wegen noch. Aber es ist nicht mehr weit her mit meiner Schäberei. Nicht, dass ich einen Reiß-Matthias, einen Knierschnackler und einen Toderer kriege, ja? Oh, mein Lorenz, die, wenn wir nicht hätten. Dann ganz euch besser. Hast du da gerade gehört, was der Mutter gesagt hat? Ich war gerade schuld, weil mich meine Doktorbücher mehr interessieren als wie alles andere. Aber dass sie ihre Teufelskarten mehr interessieren als wie eine Kugel, davon sagt sie nichts. Ich sag das Madl, wo gehört ins Haus? Du musst heiraten. Fangst du wieder davon? Und ich höre auch nicht damit auf, bis du nicht unter der Arm bist. Ein Gsimsel bin ich zum Beispiel. War eine gute Partie. Reicher Mann, ein Braver. Ein Traum ich nicht, ist ein Zwetschgenmantel. Mit dem war ich bedient. Ich weiß nicht, mit Schneidhuber schaust, die hätte ein wenig Wehrer drauf. Mit dem kannst du mir gleich heimgehen. Ein Bursch, der an jedem Kittel nachläuft, ja, mir war's nur. Ein bisschen am Fellow hat er jeder. Da quält man sich schon mit der Zeit dran, ne? Wenn du aber ein Dutzend Kinder hast, dann erfreut er das schon. Der Corona-Wittertun. Ah, jetzt ist aber langsam Schluss. Mir müsst einer erst einmal gefallen. Wenn du so hartig bist, dann kriegst du im Leben einen Mo. Herr Stefan, du schon ins Haus, der Herz ging über den grünen Weg.
Sie ist nicht am Hengstens Auto. Dem, wo es Markt Eilinger Seepferd gehört? Ja, der reiche Hengst, der schöne Kabine an. Wart's mir noch! Ja, hängt ihr noch! Ja, ich kenn schon. Liesel! Sag einmal, hat man denn da nicht für 5 Minuten seine Ruhe? Was lernt denn der so da? Auf der Straße ist ein Unfall passiert. Mein schöner Apfelbaum. Ja, was müssen die also am Teufelskarren umeinander kutschieren da? Der Lorenz hat gemeint, das ist am Hengstl von Markt Eiling selber. So, wo ist der Lorenz? Und da hinten zwischen die Leute. Lorenz! Ja? Sag einmal, ich schick dir um die Würste, du gehst zu den Leuten. Der Hengstl hat am Radler zusammengefahren. Und der wird ausgeschnappt haben. Geh, du bist gar fertig, wenn du so ein Benzinkutschen bloß antupft. Ja, das bringen gleich zu uns recht. Was zu uns? Ja, ich kann ja nicht helfen. Die sollen noch nach Markt Eiling ins Krankenhaus fahren, da hier. Das Auto ist doch hier, der Apfelbaum ist ja nicht weg gewesen. Der Radler ist verletzt. Wir müssen schauen, dass der arme Kerl gleich nach Bett kommt. Das ist ja nichts gericht. Und überhaupt. Das Bett ist gleich überzogen. Die ganze Zeit waren wir am billiger als Wirtschaft am Großkopf von Herrn Hengstl. Einfach mal waren wir wieder recht. Ist ja nicht wegen ihm, sondern wegen den Burschen, die er zusammengefahren hat. So, sind wir wieder einmal beim Unterwirt. Respektive bei der Frau Unterwirtin. Haben wir schon lange nicht mehr die Ehe gehabt, Herr Hengstl? Nichts Gutes so, hä? Ich bin früh unterwegs. Jetzt uns gern wieder einmal reingeschaut. Zum Ausgleich bringe ich Ihnen heute einen anderen Gast. Der Unglücksvogel ist mir in meinen Weg geflattert und hat sich dabei seine Flügel verbogen. Und mir? Mir hat sich den Kotflügel von meinem niegelnagelneuen Motorwagen verbogen. Ha. Hoffentlich bringt ihn der Mechaniker bald in Ordnung, das ist die Hauptsache. Was passiert mit der Nebensache? Ach so, ja, Fräulein. Passen Sie auf, Frau Reiserthaler, Sie nehmen mir den jungen Mann ein bisschen in Obhut. Ach so? Ja, und wenn der Doktor wegen der Verpflegung einen besonderen Wunsch hätte, dann wird der selbstverständlich erfüllt. Aha. Ja, für alle Kosten kommt nachher ich auf. Wie geht's dir denn? Ja, der Haxen heute, ein bisschen damisch bin ich. Ja, wenn man selber merkt, dann ist das der erste Weg zur Besserung. Zweit ist, wenn du damisch wärst und du merkst das nicht einmal, gell? Wie heißt denn du? Lorenz und du? Urban. Ah! Das wird Ärger. Die müssen wir ins Krankenhaus fahren. Nix, nix. Das darf man gerade noch abgehen, dass die Malefizgeschichte an die große Glocken gehängt werden. So, ihr habt jetzt auch nur gekauft. Komm, gehen wir. Jetzt gibt's nichts mehr zum Sehen. Geht's zu? Das war ein Noschiner. Das war ein Kumpens Fressen für meinen zukünftigen Herrn Schwiegervater. Gehen wir's noch alten Herrn Greitmeier. Ah, seid's froh, ich wollte die kennen den auch nicht. Nein. Der junge Mann ist bei einer viel besser aufgekommen. Ja, so schlimm ist es ja gar nicht. Es hat ihn halt ein bisschen der Bresel. Das kommt halt alle Tage ein Dutzend Mal vor. Man muss halt auch seine Augen aufmachen. Ja, und fahren muss man kommen, gell? Sehr richtig. Wenn er fahren kann, dann hätte er mit seinem Radl einer Scheiße nicht in den Grund und Boden gefahren, gell? Wie viel hast du denn drauf gehabt, ha? So, lacht er schon wieder, gell? Ist gar nicht so alt. Ich bringe dich schon wieder auf die Füße. Aber vorher ins Bett. Dieser wird gewiss schon fertig sein drum. Jetzt geh ja. Ist feier. Sauber nicht, die Liesel. Da wirst du spitzen. Was ist denn das für eine Liesel? Ist meine Tochter. Die riecht oben das Zimmer gerade her. Sehr schön. Ja, sehr schön. Liebes Fräulein Reiser. Thaler, mein Name ist Hengstl. Um Gottes Willen. Corbinian Hengstl. Sie schauen ja sauber aus. Nicht so sauber wie Sie. Ich möchte mich gleich bei Ihnen entschuldigen, indem dass ich Ihnen solche Ungelegenheiten